Den Mann im karierten Hemd werden die meisten schon erkannt haben. Es ist Michael Rösch. Der 34-Jährige ist Biathlet mit Leib und Seele. Jetzt Michael Rösch, stehender Anschlag. Oh. Da spinnt der. Schauen! Oh. Er hat alles riskiert hier. Ist ja unglaublich, dieses Schießen, das er da hingelegt hat. Und das ist Carsten Schumann, einer der renommiertesten Sportwissenschaftler in Deutschland. Beide haben sich gerade erst kennengelernt. Wir wollen mit Ihnen über ein brisantes Thema reden, über Doping im Spitzensport und was eigentlich dahinter steckt. Also, warum greifen Athleten immer wieder zu verbotenen Mitteln? Als wir aus diesem Grund bei Michael Rösch angefragt hatten, sagte er spontan zu, auch weil er bei diesem Thema eine ganz klare Haltung bezieht. Ich würde niemals zu irgendwelchen verbotenen Mitteln greifen. Ich selber habe die Einstellung, ich wäre lieber Letzter, aber ich wäre ehrlich Letzter. Zur Einstimmung zeigen wir unseren Protagonisten Filmsequenzen zum Thema. Die Ausschnitte stammen aus den 60er und 70er Jahren, als Dopingkontrollen noch als Ausnahme und nicht als Regel galten und viele Athleten eher Versuchskaninchen als Spitzensportler waren. Früher genügte es zu trainieren. Der Athlet von heute muss zusätzlich Muskelpillen schlucken und Kraftpräparate spritzen. Ohne chemische und medizinische Manipulationen sind kaum noch Rekorde und Medaillen möglich. Bei den Ruderern und Radfahrern nicht, auch nicht bei den Läufern und Werfern. Nee. Ja. Die Ausschnitte verfehlen ihre Wirkung nicht, aber warum tun sich das die Sportler früher wie heute immer wieder an? Aus meiner Sicht, glaube ich, ist es Geld. Das Geld, der damit verbundene Ruhm, viel zu verdienen, berühmt zu werden. Ich glaube schon, dass Leistungssport generell, wenn es kein Geld dafür geben würde, wenig Leute betreiben würden. Manche sind halt, glaube ich, gierig nach mehr, nach viel mehr. Und da wird halt beschissen. Die Leistungsfähigkeit ist ja begrenzt. Nur in ganz gewissen Momenten, in Todesangst oder in Notsituationen, greift man Leistungsreserven an. So, und natürlich versucht man, seine Leistung immer weiter zu steigern und in diese Reserven ranzukommen. Und da versucht man alles. Das führte auch zu äußerst bizarren Methoden. Zum Beispiel im Schwimmen Mitte der 70er Jahre. Zur Verbesserung der Wasserlage bekamen Sportler Luft in den Darm gepumpt. Auf diese Weise werden dem Athleten dann bis zu 1,8 Liter Luft in den Darmtrakt eingepumpt. Das gibt's ja nicht, dass sie das. Der Athlet wird leichter als Wasser. Sein Hinterteil erhält zusätzlichen Auftrieb. Und das wiederum das ist doch krank, oder? Ihre Gleitlage beim Schwimmen. Diese Methode zählte damals als Manipulation, aber nicht als Doping. Was die längst verbotenen Dopingsubstanzen anrichten, zeigen diese Tierversuche von 1965 vor laufender Kamera. Neben Pervitin bevorzugen die Radfahrer auch Ronicol. Ronicol wurde in kleiner Dosis der schwarz gekennzeichneten Ratte injiziert. Sie bleibt vorerst ruhig. Doch ein erhöhtes Quantum bringt dem Tier unweigerlich den Tod. Dieser Test mag grausam erscheinen. Aber mit ebensolchen Krämpfen starben mehr als 1000 Radsportler. So die Äußerung des französischen Präsidenten des Internationalen Sportärztebundes, Professor Chalet-Beer. Das müsste man eigentlich jedem Athleten zeigen. Beschwer dich nicht, hier siehst du diese Wirkung. Also für mich hätte das eine Abschreckung, wo ich sagte, bleib mir dem Scheiß entfernt. Ich würde lieber irgendwo mehr trainieren, aber das kommt noch nicht in Frage. Also das finde ich so brutal und wie abschreckend das ist. Also das tut mir am Herzen weh, wie die mit so einem Tier dann umgehen. Und trotzdem wird es immer Menschen geben, die auch dazu bereit sind, das auch in Kauf zu nehmen. Diese Form der Abschreckung ist bei Michael Rösch nicht vonnöten. Er hat alle Höhen und Tiefen des Leistungssports gemeistert, ohne seine Haltung zu verlieren. Nach dem Olympiasieg mit der deutschen Staffel 2006 in Turin war er vor Olympia 2010 aus Leistungsgründen komplett aus dem System gefallen und trotzdem nie auf die Idee gekommen, irgendwie nachzuhelfen. Ich war auch in der Lage, nie Ja oder Nein sagen zu müssen, dass mir jemand was angeboten hat. Ich wurde immer so erzogen, dass ich meine Leistung auf ehrlichen Wege bringen soll und immer gebracht habe.
Seit 2014 startet er für Belgien, hatte dafür sein Haus verkauft und auch den Job bei der Bundespolizei aufgegeben. Ein sechster Platz im Weltcup Ende 2016 war für ihn wie ein Sieg. Sein großes Ziel, nach 2006 noch einmal Olympia zu erleben, geht jetzt in Südkorea in Erfüllung. Jetzt geht er sogar noch mal ran an Björn Dahlen, übergibt er sogar auf der 1, hat er einen Willen, sensationell Michael Rösch. Ich kann mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit sagen, dass ich kein Medaillenaspirant bin für die Wettkämpfe. Aber für mich ist eigentlich der Sieg schon, wenn ich dabei bin. Was ihn umtreibt, ist die Ungewissheit, ob auch der eine oder andere Kontrahent im Biathlon mit verbotenen Mitteln nachhelfen wird im olympischen Wettkampf. Also ich will jetzt keinen irgendwie was unterstellen, aber ich kenne nur mich selber und weiß, was ich gemacht habe. Und deswegen kann ich zu mir 100% sagen, dass es bei mir rein ist. Michael Rösch, ein Typ mit Ecken und Kanten, aber vor allem mit Haltung.